Weihnachtsbäckerei für Babys, die der ganzen Familie schmeckt. Heute backen wir mit dir Möhrenhörnchen und du findest alle Zutaten, die du dafür benötigst, auch unter diesem Reel. Und jetzt zeigen wir dir, wie es geht. Die Möhren werden geraspelt, am besten sehr fein, dann bekommt der Teig eine bessere Konsistenz. Butter und Mehl kannst du in eine Schüssel füllen und mit den anderen Zutaten vermischen und dann zu einem Teig kneten. Am besten machst du das mit den Händen. Du kannst aber auch ein Küchenrührgerät verwenden. Und wichtig ist, dass du den Teig anschließend im Kühlschrank etwas fester werden lässt und dann auf einer bemehlten Arbeitsfläche portionsweise ausrollst mit schnellen und zügigen Bewegungen mit leichtem Druck, sodass er nicht zu weich wird. Du kannst ihn mit einem zuckerfreien Fruchtaufstrich bestreichen, für die Erwachsenen gerne natürlich auch mit Marmelade und dann vom dicken Ende her aufrollen, ab in den Ofen und 18 bis 25 Minuten backen. Guten Appetit!